Hey Party People, willkommen aus Aalen. Letzte Woche wurde gespendet für bei mir zu Hause. Dafür gespendet haben 4 verschiedene Leute. Diese 4 verschiedenen Leute habe ich angeschrieben. Einer hat reagiert, auch eben zu den Spendern gehörend und deswegen hier, um sein Zuhause zu zeigen. Hi! Hallo! Hey! Haben Sie mich etwa ins Gesicht gefilmt? Das dürfen Sie nicht. Oh, don't touch my Galela. Ich sollte dich nicht als Leuchtbändiger vorstellen, sondern... Völlig gleich. Vorne. Niklas, kannst du auch sagen. Mit Aalen kann man ja relativ viele gute Wortspiele machen. Mir sind auch schon ein paar eingefallen. Eins haben wir hier. Pedalen. Und du hast auch schon dieses Plakat entdeckt. Das sieht nach Technik aus. Die begeistert. Ich weiß auch nicht, ob das so gehört, dass die hier so raushängen. Und was zum Henker ist das? Ist das normal, Party People? Ist das ein Kabelverschluss? Da hinten beginnt der Sicherheitsasphalt. Ja, das ist komisch. Grün ist doch eigentlich eine beruhigende Farbe. Vielleicht fahren die Autos dann langsamer. Hier haben wir diese schöne Einkaufszone hier. Wenn du irgendwo einen Laden siehst, der nach einem Laden für einen Magneten aussehen könnte. Und Teddy kriegst du auch alles, oder? Teddy, ja, aber die haben doch nie sowas Regionales, oder? Ja. Haben sie Aalen-Magnete? Nein. Ja, hörst du, da kommst du 2 Sekunden zu spät. Darf ich mich da raufsetzen? Raufsetzen? Ja. Für ein Video, oder? Ja, für Video, also ungefähr 15 Minuten. Oh, das schaffen wir nicht. 10 Minuten? Wir machen jetzt den Laden zu. Meine Idee ist, wir machen... Malen nach Aalen. Wir lassen einfach von jedem auf diesen Zettel malen. Schokolopé sagt, woher kennt der Typ Adam? Ich wäre vorsichtig. Sehe ich nicht vertrauenserweckend aus? Ich habe Stifte und Papier mitgebracht. Also welcher Verbrecher macht. Jetzt siehst du aus wie so ein typischer Vertreter. Die sind zu zweit. Den können die eigentlich 2 Sachen gleichzeitig draufmalen. Das ist immer so ein roter Fleck. Die reden gerade über so einen roten Fleck. Ich will die jetzt halt auch nicht irgendwie stören. Ich weiß halt auch nicht, wo dieser rote Fleck ist, über den sie reden. Hallo, ich habe eine Frage. Ich komme nicht von hier, ich komme aus Frankfurt. Ich möchte. Sie möchten das nicht, dass ich aus Frankfurt komme? Ich zeige euch meinen Bildermann für nur 2 Euro. Nein. Ich zeige euch meinen Bildermann für nur 2 Euro. Nein. Ich zeige euch meinen Bildermann für nur 2 Euro. Der Text ist nicht von mir. Anscheinend ist es die Facebook-Seite. Bin mir nicht ganz sicher. Ich finde es immer ganz süß, wenn so noch Traditionsläden dazwischen sind. Ist Mönch so ein Laden? Ich denke schon, ja. Ja. Der ist gediehen. Meinst du, das ist eine echte Apotheke? Dolner oder sowas fragt bei im Chat, was sind unechte Apotheken? Ja, sowas hier, das zum Beispiel. Ich glaube, das ist eine echte. Guck mal, wenn man da so richtig reinguckt, dann sieht man mich, okay, aber dann sieht man auch hier, man sieht Multibionta. Ich liebe Eingänge, bei denen man denkt, oh, jetzt habe ich es geschafft und dann steht da, bitte benutzen Sie den Haupteingang. Hier ist der Panda und da geht gerade das Licht aus. Da merkt man doch ganz deutlich, dass die Herrschaften gerade dicht machen. Wenn ihr einfach nur was ganz Kleines da drauf malen würdet, dann würden andere Leute das dann später vervollständigen und am Ende versteigere ich das dann für die Pendeli-Papp-Stiftung. Ich will jetzt nicht das Zeichentalent. Nee, das kann auch sehr abstrakt sein. Also das kann auch so, also du kannst auch raufscheißen oder so. Also das muss auch jetzt auch nicht mit den Stiften sein. Aalener, ne? Ja, Aalener. Ihr seid keine Aale. Nein. Sind Mädels Aale? Also, ich meine, es ist unser Stadtwappen. Ja, tiefgrün, ja. Ja, genau. Ist ein bisschen verstrahlt. Yes. Mit Krone oder so, ne? Hätte stachelige Aale. Vielleicht werden andere Leute dann weitere Strichmännchen malen und dann ist es die Aalener Bevölkerung. Ich habe mir ganz über die Zeit überlegt, wie diese Bank hier heißt. Man sieht es aber auch nicht so gut. My ding, ding, dong, la, 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 la. Oh, you touch my tralala, la, 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 la. Ein fleischfressender Gulli. Wenn man da den Fuß reinsteckt, dann schnappt er zu. Jeder malt was drauf. Und am Ende versteige ich das für die Full-HD-Stiftung. Ach cool, das können sie ja. Sehr gut, vielen Dank. Gerne. 1, 2, 3, 4, im Ernst jetzt? Gildet die noch? Ja. Meinst du? Ja, klar. Taxi Peine, guten Abend. Wolke, guten Abend. Die Nummer geht ja wirklich. Hallo. Ja? Hey, du hast mich doch gehört. Einmal nerv ich ihn noch. Weil wir wurden irgendwie unterbrochen. Taxi Peine, guten Abend. Hören Sie mich jetzt? Ich höre nichts. Hallo? Wenn ich nichts höre, muss ich wieder auflegen. Ja, ich weiß, aber ich hab doch... Guck mal, was soll ich denn noch machen? Ich hab doch nicht... Was? Nicht auflegen? Die Nummer ist kaputt. Warp sagt sympathischer Guide. Oh, das geht an dich. Das freut mich. Dankeschön. Ein Livestream auf YouTube. Ein Livestream auf... Ich nehme die Leute mit und zeig ihnen Aalen. Das ist... Und hast du irgendwie zu viel getrunken oder was? Nee, warum tust du das? Ich bin immer so. Du hast gerade super Glück, weil du bist nämlich... hier angekommen beim Kunstverein Aalen hast du einen ganz und wir bereiten gerade, hast du da irgendwie... Ja, das ist die Leute können mir Durchsagen schicken. Da oben ist die alte Schuhfabrik. Ah. Total cool, dass du zufällig uns hier vorbeischickst, weil das ist in Aalen echt ungewöhnlich. Wir haben nämlich einen Kunstverein und zwar mit extremen Positionen. Excuse me for my exu date. Das will ich nicht übersetzen. Ja. Weil das ist so ein bisschen wie, entschuldigen Sie meinen Auswurf.
Ich bin aktuell der Leiter, da vorne ist der Vorstand, der mit den Mappen in der Hand. Hier, Klaus, komm her. Klaus ist da. Hallo, Klaus. Klaus ist der, der hier. Ich bin Adam. Also, Klaus wird nichts aufgebaut und jetzt kommt das Bild. Und dann muss ich mich auch voll konzentrieren. Hoch, alles richtig. Ja, da will ich nicht ablenken. Nächsten Freitag, 14. 19 Uhr. Wenn du willst, ich weiß jetzt nicht, was der Chat sagt. Wir könnten uns eben auch einsetzen und einen alkoholfreien Cocktail trinken. Wir müssen ja vielleicht noch fahren. Für den Streamer. Für den Streamer. Ah, vielen Dank. Einen Flyer haben wir bekommen. Die Idee war, dass jeder halt da was draufmalt und am Ende habe ich ein Gesamtwerk. Und soll ich auch weitermachen? Oder? Sehr gerne. Ich hoffe, das Papier ist nicht zu dick. Das ist echt ein Verfahrensdesign. Man kriegt den Generalschiff vom Kunstverein einfach nachmachen. Wenn mal keiner da sein sollte. Naja, es reicht wahrscheinlich nicht aus, um ihn zu kopieren. So, vielen Dank. Zack. Excuse me for your accident. Die Cocktailpreise sind jetzt in Ordnung. Es gab damals in Nürnberg wesentlich heftigere Preise. Long Island ist echt gut dabei. Also nicht nur vom Alkoholgehalt, sondern ja, Long Island gewinnt sagt CF. Ich würde den Ipanema nehmen. Ich würde den Long Island Iced Tea nehmen. Also ich denke, wenn wir dann noch so 5-6 Leute fragen, dann wird das komplett vollkommen. Prost. Prost. Auf Aalen. Auf Aalen, auf dass es in Full HD Live gezeigt wird. Im Chat heißt es noch, du siehst ein bisschen aus wie Maxim von KIZ. Bist du das und könntest du etwas performen, wenn du es bist? Leider nicht, also ich kenne KIZ vom Namen, ja. Kennst du vom Namen? Aber keine Ahnung, wer das ist. Schöne Lines wie zum Beispiel, du kommst nach Haus, guckst im Schrank, doch ich liege im Bett mit deiner Frau ganz entspannt und wir spielen Quartett. Also sowas ist mir noch nie passiert, das heißt, ich bin es nicht. Kannst du dir vorstellen, dich ein zweites Mal mit mir noch zu treffen? Klar, klar. Man könnte doch einen kleinen Urlaub machen. Das wäre drin. Ja. Ein Wochenendausflug? Mit Weine ist es doch immer so günstig. Ich habe jetzt in der Werbung gesehen, für 9 Euro kann man schon fliegen. Ich bin leidenschaftlicher Ungarn-Urlauber. Ich fahre eigentlich regelmäßig nach Budapest oder sowas. Und da kann ich dir schon eine ganze Menge zeigen, weil da war ich schon x-mal gewesen. Ich gucke deine Streams regelmäßig. Was gefällt dir an mir? Ich mag die Sprachbox. Du magst die Sprachbox? Ich mag die Sprachbox. Können wir auch gerne auf volle Lautstärke stellen, wenn wir gleich wieder draußen sind. Komm schon, Bedienung, komm schon, wir wollen jetzt Pizza. Ja, lass einmal 12 Euro. Machen wir 14. Stromkasten der Woche ist diesmal hier in Aalen. Ich habe übrigens mal gehört, Aalen wäre die einzige Stadt Deutschlands mit einem Aal im Wappen. Ja, das kann gut sein. Wollt ihr Aalenfix? Vorhin wurde schon danach gefragt. Hau raus! Aus Aalen kam mal ein Flügeladjutant des russischen Kaisers. Der hat in den Napoleonischen Kriegen gedient. Der war hier in Aalen geboren worden. Irgendwann Kaspar von Geismar, irgendwie sowas. Der kam hier aus Aalen. Im Zweiten Weltkrieg war Aalen Partnerstadt für Gelsenkirchen und Aachen. Für ausgebombte Familien. Ich versuche jetzt mal den Taximann anzurufen. Das reizt mich, dass er mich vorhin nicht gehört hat. Taximann, guten Morgen. Schönen Tag, Volk ist mein Name. Hören Sie mich jetzt? Schon ein paar Mal versucht, oder? Ja, mit der anderen SIM-Kartennummer, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Okay, wie gesagt, es wird abends vom Fahrer umgeleitet, das ist ja Mobilfunk, da kann es eher mal eine Störung geben. Ah, jetzt verstehe ich. Weil Sie bündeln ja keine 5 Netze, so wie ich, ne? Bitte was? Was? Ich habe das Letzte, was Sie gesagt haben, habe ich nicht verstanden. Nee, ich habe das Letzte, was Sie gesagt haben, nicht verstanden. Ich sagte, dass wir abends zum Fahrer umleiten, weil die Zentrale abgeschlossen ist. Ah. So, ich habe mal aufgelegt. Das ist eigentlich, ich habe ein schlechtes Gewissen, die jetzt weiter zu verarschen. Das liegt an deinem Gang. Ich finde, du solltest aufhören zu rocken. Das ist wirklich nicht besonders gesund und du bist doch so ein netter Kerl. Ich würde es mir und dir wünschen. Oh. Die erste war quasi eine Mentholzigarette. Da habe ich ja noch einen Tic Tac währenddessen gegessen. Das hast du mir ja spendiert. Wir könnten zu besagtem Ort auch fahren, also auch wenn es nicht regnet. Ne? Da kann man auch ein bisschen rumlaufen. Da sind aber auch nicht viele Leute. Ne? Also, glaube ich zumindest nicht. Gibt es was Schönes zu sehen? Ja, ein bisschen was gucken kann man da. Also, ja, jetzt, dann lass das doch machen, oder? Viertel nach 8. Hier ist alles zu. Und dieser Laden ist offen. Das ist, weil die Rentner, die alle drin sind, die haben ja sonst keine Zeit. Das hat gegen die abends um 8:30 dann einkaufen. Wahnsinn. Oh, hallo. Sie haben ja noch offen, das ist ja schön. Ja. Finde ich auch eine Mode für mich hier heute? Ja, doch, Sie können gerne, wenn Sie reinkommen, wir kleiden Sie einmal komplett neu ein. Mit welchem Budget sollte ich da reingehen? Normal. Bitte? Normal. Normal, also halt... Aber wir haben nur Damenbekleidung. Also haben Sie nur Damenbekleidung, achso, okay. Sollen wir dann nach allen Souvenirs gucken? Ja, lass mal gucken. Glaubst du, Depot hat überhaupt irgendwas Persönliches? Also sowas Städtespezifisches? Ich bin jetzt hier zum ersten Mal, glaube ich, drin. Meinst du, dieses Late-Night-Shopping hier ist der Hit?
Weil ich meine, guck mal, die will zum Beispiel bezahlen, aber es ist keiner an der Kasse. Also allein das zeigt doch schon, dass hier irgendwie nichts los ist. Neue Wege in die City. Ahlen auf Pedalen. Ahlen auf Pedalen! Die Fabrik hier hinter dem Bahndamm, noch ein Ahlenpack. Die ist übrigens hier hingezogen, auch im Zweiten Weltkrieg, als in Hamm die Bomben fielen. Da haben die dann hier die Fabrik neu aufgebaut und dann sind die hier geblieben bis Ende der 80er oder so. Seifer sagt, steig nicht ein, es ist eine Falle. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ahlen hat zwar einen schlechten Ruf, aber dieses Auto hier speziell ist davon ausgenommen. Aber naja, vielleicht sagst du das extra. Welcher Serienkiller trinkt alkoholfreie Cocktails? Kennt ihr einen? Dann schreibt es in die Kommentare. Ihr fahrt zur Zeche, sagt der Link. Kann ich bestätigen. Ha! So, ja! Ja! I want to touch your tralalaloo leader by the bing ding dong dong. Ich bin Lisa, hallo, wie geht's dir? Ganz gut. Liebe Grüße. Ja, danke, schön zurück. Oh, was, die erste unschuldige Kindernachricht. Das hier ist die alte Zeche. Hier sind ja wirklich so Tuning-Leute. Ja, ja, hier ist ein Tuning-Treffen. Ja, hier sieht man noch ein bisschen die Industrie, die übrig geblieben ist. Wir haben zu Höchstzeiten 4.500 Menschen gearbeitet. Zum Ende hin dann noch 3.000. Kameralicht ist hinter dir. Was? Der verpasst immer Brügel und einen super Genickzwirbler, der bis zum Brandenburger Tor knallt. Bum, bum, bum. Knall, knall, knall. Dein Spaß, haha. Dining and Dancing. Schimpschaum, bitte. Nächster Ahlen-Fact, warum hier bei Mammuts stehen. Ahlen ist ja die Mammutstadt. Ja. Weil hier mal ein Mammut gefunden wurde. Das steht jetzt im Naturkundemuseum in Münster. Nicht jedes Mammut heißt Manfred. Das Vieh sieht übelst gruselig aus, sagt Sauron. Nein, es ist ganz zahm. Du bist ganz zahm, oder? Mammut. Soll ich eigentlich Leute den Laden locken und nicht ablösen? Mammut. Oder was? Du lockst doch die Leute hierher, oder? Warum darf ich dich nicht zu Hause haben? Warum habe ich so viel Stress mit dem Veterinäramt? Ich will, alles was ich will, ist dich zu Hause haben. Dich zu Hause zu haben, dich zu umgarnen. Chat sagt, das ist Manfred. Hört auf, warum? Es war alles friedlich. Wieso fängt ihr jetzt an, Stress zu machen? Es ist nicht, nur weil es ein Mammut ist, es ist kein Manfred. Ach, guck mal, hier ist noch ein Mammut. Adam, lecke das Mammut ab. Dann gibt es Leute, die, also auch Kinder, die sehen das dann und dann fangen die auch an, irgendwelche Mammuts abzulecken. Der Hintern ist ja schon schön. Na, Wind. Na, Wind. Oh, da ist jemand drin. Ja, kurz mal anhören. Servolenkung, unterhalten die sich. Das hat mir vorhin einer gesagt. Man sollte mal die junge Generation auf so einem alten Auto erstmal mal probieren lassen. Rein in die Bar, cruisen, geht man einen der Schuppen. Ältere Menschen, also so ab 35, die Tanzkurs machen. Vorne gerade, Seite, Seite, gerade, vorne Rückschritt, vorne gerade, vorne seitwärts und nochmal von vorne, vorne gerade, Seite, Seite, gerade, vorne Rückschritt, vorne gerade, vorne. Ja, ist eine gute Idee. Ich würde ein alkoholfreies Bier nehmen. Hello, party people. Oh, 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 oh. Ich nehme Sportsman. Jetzt habe ich Angst vorm Älterwerden. Yeah. MC Adam in the building. Drop mal ein paar Stichworte, dass wir mal ein paar fette Lines machen. Malte ist jemand, der die Donaudampfcola gut gefällt. Mr. Monster Jammer schreibt einfach Ehrenmann. Ich weiß nicht, ob er meint, dass das irgendein Begriff sein kann, über den wir irgendwas rappen die ganze Zeit. Keine Ahnung, jedenfalls bin ich für andere Sachen bereit. Wollen wir es im Duett machen? Wir können es gerne im Duett machen. Dann haut mal raus, Leute. Mit der Gürtelrose an der Hose fetzt sich die Glatze mit der Brittercollage. Wahrscheinlich. Ja, alles klar. Ja, das haut alles hin. Wir sehen immer so aus. Stimmt, Kaniku. Ich glaube, das ist Tom. Hier kommt der Genuss. Und jetzt spielen sie die Musik und die Leute tanzen schon aus Frust, denn die sind die ganze Zeit dabei. Seit 2 Stunden geht das hier. Und sie haben ganze Zeit nichts zu trinken, kein Cocktail und kein Bier. Haben sie auch getanzt? Nee, ich habe gespielt. Wir spielen da vorne in der Veranstaltung. Ach so, sie waren hier links in dem Gebäude, nicht rechts? Ja, wir waren links im Gebäude, genau. Sie gehören zur Band? Ja, ja, genau. Sie sind genauso berühmt wie ich? Nee. Sie sind berühmter als ich? Ich bin berühmt bei meiner Nachbarschaft, weil ich da immer so laut spiele. Was spielen Sie denn, wenn ich rein darf? Ja, so sehen wir aus. Hast du? Ja. Gut. Ich hatte eine Klassenkameradin, ich glaube, den Namen kann ich sagen, oder? Das interessiert den Bock der Kai. Natascha hieß sie. Die saß in der ersten Reihe und ich hatte das Gefühl gehabt, Frau Leber hatte sie auch schon öfters auf dem Kieker gehabt. Und da ging es dann auch so um Verkehrssicherheit. Sie hat dann sich zu irgendwas gemeldet, irgendwas gefragt und dann meinte sie, ja, später beim Führerschein ist es doch genauso. Und dann meinte Frau Leber zu ihr,
Ja, ob du deinen Führerschein wirklich jemals bekommst, das steht in den Sternen. Okay, was soll das, du Fotze? Hör auf, den Leuten den Mut zu nehmen. Burak schreibt, von der Seite aus sieht der Gast sehr radikal aus. Von vorne ist aber ein sehr lieber. Achso, das ist, wenn ich das nur zeige, bist du lieb? Lieb, radikal, er hat einfach zwei Seiten. Lieb, radikal, von vorne ist nicht von Seite. Monsieur D. fragt, würdest du Frau Leber heute richtig die Meinung sagen? Ja, auf jeden Fall. Und wir mussten immer auf diesen scheiß Bazar, weil die Frau Leber die Fotze das wollte. Sie hat es richtig geliebt, da ging sie richtig auf. Die ganze Klasse saß da so und gesagt, ja, Frau Leber, was sollen wir denn da die ganze Zeit machen? Wir haben das doch jetzt 5 Jahre gemacht. Wir hatten überhaupt keine Lust mehr, wir wussten auch nicht, was wir machen sollen. Weil das Problem ist, wir durften noch nicht mal das Gleiche machen. Jedes Mal hat sie gesagt, nee, ihr müsst euch schon was anderes einfallen lassen. Und wir dann so, ja, wenn nicht, ja, dann wird sich das in euren Noten widerspiegeln. Einer kam später, ja, das wird sich in deiner Note widerspiegeln. Wo ich mir denke, sag mal, bist du völlig behindert oder was? Was hat die Note damit zu tun, dass jemand irgendeine Regel gebrochen hat? Du fährst ja deinen Rant auf und der Chatman, ich wäre radikal. Und du flippst hier sowas von aus? Naja, von der Seite. Du bist halt von der Seite radikal, von vorne bist du lieb. Wir hatten in der Grundschule hatten wir so eine, das war unsere stellvertretende Klassenlehrerin. Ich hatte, bei der Musik, dann werden diese Liedtexte halt ausgeteilt an die Klasse. War die halt zu dumm, um einer Schülerin, oder ja, ich eine Schülerin, um mir den Zettel richtig hinzulegen. Hat den nur so halb auf den Tisch gelegt, dann fiel der runter. Alle sitzen da, und sie hatten ja fallen lassen, ne? Und dann zeigst du nach ein paar Sekunden so drauf, ja, du meinst jetzt wohl nicht, dass ich den aufhebe. Was soll das denn? Also sie kriegt nicht hin, den Zettel da ordentlich platzieren und dann soll das Kind denn aufheben? Die Lehrer haben auch gesagt, ja, man soll sich beteiligen. Ja gut, habe ich mich gemeldet, weil ich jedes Mal halt auch sagen wollte, was die Antwort ist. Aber sie hat das vorgegriffen, weil sie einem das erklärt hat zum ersten Mal. Dann hat sie irgendwann gesagt, Adam, was pickst du deinen Finger immer in mein Gesicht? Und ich denke, du dumme Hure, was willst du? Wenn ihr sagt, man soll sich melden, dann meldet man sich. Was ist denn das? Das war auch wieder so unfassbar. Das war mein Trauma aus der Grundschule. Jetzt brauche ich wieder mein Beruhigungslied. Und das geht. Von der Seite radikal, von vorne ist dann Pendelipapier. Pendelipap. Kann man so oder so rein. Danke dir, Niklas. Ich hab zu danken. Es war sehr spontan, muss ich nochmal hervorheben. Weil ich bis gestern wirklich, ich habe wirklich gedacht, Meister Brauer meldet sich noch. Beste Grüße an den lieben radikalen Niklas Abburg. Der Radikale ist ja hier an der Seite. Denn von, oh Leute, wollen wir einmal alle zusammen nochmal den Song singen? Von der Seite radikal, von vorne ist er lieb. Macht es gut, bis dann. Tschüss. Tschüsschen. Abonniere und drücke auf die Glocke, um keinen Livestream von Skyline TV Live zu verpassen. Jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr.